Mann. Also, da ist es wichtig für die Mädels, dass sie eure Unterstützung zu spüren bekommen. Die zweite, die vierte und die sechste der U18-Meisterschaft sind hier unterwegs. Wir klatschen wieder ein mit der 290, Caroline Maria Sauer, Dormaringen, die deutsche Vizemeisterin U18 über die 400-Meter-Hürden im letzten Jahr. Und sie ist auch vorn, hat sich gegen den Wind gestemmt, geht jetzt als Erste in die Kurve und dahinter Leonie Rieck, EG Staufen. Und die beiden sind vorn. Caroline Maria Sauer, Leonie Rieck. Jetzt kommt Sauer noch einmal und gewinnt das inoffiziell 44,4 Sekunden. Wie gesagt, inoffiziell.